Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe PBA Pro Bowling 2021 hier auf eurem Bowling-Kanal Brunswick TV. Ich bin Chris Kempf und ich habe heute einen Gast bei mir an meiner Seite, nämlich aus Viernheim, Stefan Stubbe. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Chris, grüß dich. Ja, Stefan und ich, wir haben uns mal ein bisschen ausgetauscht. Er hatte mich gefragt, ob er Lust hätte, gegen mich ein Ründchen zu spielen. Und ja, das ziehen wir auf jeden Fall jetzt mal durch. Wir machen heute das erste Mal Online-Bowling hier auf unserem Kanal. Und ja, dafür müssen wir erst einmal in den Multiplayer-Modus rein und zwar ein Match erstellen. Ich suche mir jetzt mal irgendeinen Bowler raus. Und zwar, ich bin ein Riesenfan von Oscu Palermo, deswegen nehme ich Oscu. Wo sollen wir denn werfen? Was hältst du denn von Comet Bowl? Comet Bowl. Alles klar. So, und dann die Öllänge. Spielen wir heute mal auf einem. Ah, komm, nehmen wir mal das PBA Scorpion 42 Fußpattern. PBA Pro Bowling 2021. Für die, die es noch nicht wissen, gibt es jetzt für die PS4, Xbox One, für den PC über Steam und für die Nintendo Switch in den jeweiligen eShops. Links sind unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Macht ultra viel Spaß. Das neue PBA Pro Bowling 2021 mit einer Menge tollen neuen Features. Ein genaues Gameplay-Video habe ich oben für euch mal eingeblendet. Das ist das erste davon. Und da hören wir sie schon. PBA, Randy Peterson, der Kommentator mit Rob Stone. Und wir sind im Comet Bowl, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute geht's rund. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal. Ich beginne mal mit ganz rechts mit Oscu Palermo. Stefan, ich wünsche dir ein kräftiges Gut. Halt! Alles klar, und ab geht's. Und ein Kranz zu beginnen. Alles klar, kann ich mit leben? Ist alles noch in Ordnung? Wir haben heute keine 300er Challenge. Können heute ganz entspannt werfen. Alles heute mal auf entspannter Basis, liebe Leute. Ah, du hast Andrew Anderson genommen. Ja, Sehen Sie in der sich. Hoffnung. Naja. Solid 8. Stone 8, alles okay. In der Hoffnung, ja, wieso? Was für eine Hoffnung hast du? In der Hoffnung, dass ich dir ein bisschen Paroli bieten kann. Hast du eigentlich schon mal ein echt 300 geworfen, Stefan? Nein, mein höchstes Spiel bisher war 279. Ja, Nee, das ist, 289. ist ja auch sehr, 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 sehr stark und solide. Bi, 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 bi. Comet Bowl. Und ein Kranz wieder. Aber 9 geräumt ist besser als 9 offen. Das ist wohl richtig. Oh, sehr gut geräumt, wunderbar. Übrigens, habt ihr mal Bock gegen mich zu spielen? Wir können auch gerne mal ein Turnier mal ausrichten. Schreibt mich doch gerne mal an, entweder als Kommentar unten. Danke, Bahn 4. Ist das überhaupt Bahn 4? Nee, Bahn 8. Aber 8er Pin, egal. Wenn ihr Lust habt, gegen mich mal zu spielen, hinterlasst doch mal sehr gerne einen Kommentar. Schreibt mich an. Ich habe es derzeit nur für den Computer, deswegen für PS4 oder Xbox One kann ich euch derzeit leider nicht helfen. Stefan, du spielst für den BC Fireballs, richtig? Das ist richtig, ja. In Seid ihr Viernheim. in Viernheim zu Hause? Ah, auf der schönen Gutperle, Bowling Center Viernheim. Schönes Center übrigens, schön klassisch gehalten. Immer wieder nett. Aber was für Turniere habt ihr eigentlich so, wo man hinfahren kann? Fällt dir da spontan was ein, was du den Zuschauern gerne mal sagen möchtest? Ja, natürlich. Der USPC richtet einige Turniere aus. Der BC Heidelberg richtet teilweise Turniere aus. Mhm. Da ist immer viel Spaß auf der Bahn. Wie gesagt, eine Beschreibung
zum BC Fireballs Heidelberg. Heidelberg, richtig? Heidelberg ist es, ne? Viernheim. Viernheim. Achso, BC Heidelberg. BC Fireballs Viernheim, nicht Heidelberg, Viernheim. Genau. Alles klar. Das schneiden wir raus. Na, sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Ja, wenn jetzt bei mir noch die Strikes fallen würden, dann Ja, aber das das wird kriegen wir noch schon. hin. Das wird schon. Ja. 5-7. Wer keine Aufgaben hat, der stellt sich welche. Das ist korrekt, Stefan. Das stimmt allerdings. Übrigens, für alle Bowling-Turniere oder Zuschauer, die Turniere ausrichten, schreibt doch mir mal gerne eure, wenn es mal wieder losgeht, eure Bowling-Turniere mit Ausschreibungen mal an die kempf@brunzigbowling.de. Und wir machen gerne Turnierpräsentationen beziehungsweise möchten die Turniere vorstellen, damit die Leute auch mal sehen, wo findet denn überhaupt was statt. Schreibt es gerne mal an kempf@brunzigbowling.de, wenn ihr Turniere habt oder welche planen wollt. Da berichten wir sehr gerne von. Übrigens, Stefan, kennst du schon unsere... Oh. Der war eng. Kennst du unsere Bowling Center Reviews schon auf unserem Kanal? Hast du schon gesehen? Ja, natürlich. Ich bin Abonnent eures Kanals. Oh Mann, da muss ich mich aber gerade richtig freuen. Erstmal, weil du abonniert hast, vielen Dank. Übrigens, mach doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos unseren Kanal Brunzig TV und dann freue ich mich sogar noch mehr, wie gerade beim Achterpin. Deswegen, vielen Dank erstmal. 4-5. Aber alles soweit im Rahmen. Ja, es wird immer besser. Vorwärts immer. Rückwärts, naja, manchmal. So, was haben wir denn? Achtes Frame. Ich habe Front 4 liegen ab dem vierten Frame. Wollen wir mal sehen. Boah. Der war nicht gut. Ja, das wird der Druck gewesen sein. Alles klar. 8-4-7. Auch das Bär 4-7 geräumt. Übrigens, habt ihr Themenvorschläge, Videovorschläge, Ideen für Livestreams? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Guter Wurf. Und ja. Wir bauen weiterhin für euch unseren Content auf unserem Kanal aus. Oh ja, schön. Schön geräumt, Stefan. So, komm jetzt. Sollen wir auf Ganze gehen? Komm, wir gehen mal mit dem mal drauf. Jo, okay, 4-7 kann man ja mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Der war okay. Fünf, acht. Sehr gut geräumt. Da kann man ruhig mal klatschen, oder? Eins in den Chat, wenn es euch gefällt. So, meine Damen und Herren, wir sind im 10. Frame. Das 10. Frame für Chris Kempf hier bei den Viernheim Open. Hier auf PBA Pro Bowling 2021. Er steht vor einem unglaublichen Druck. Er braucht nämlich sage und schreibe 0 Pins, um dieses Spiel zu gewinnen. Es ist ein ganz schwieriger Wurf, meine Damen und Herren. Kempf läuft an, Kempf wirft und das müsste es sein. Und es ist es. Schon längst gewesen, weil er hätte gar nicht mehr werfen brauchen. Er hätte ja gar nicht mehr werfen brauchen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ich werfe jetzt noch mal eine Link.
Ich kann auch meine Klappe nicht halten. 7-10. Ich glaube gar nicht, ob das im Spiel ohne diese Trickbälle möglich ist. Ich probiere jetzt einfach mal aus, komm. Ich glaube es nicht. Boah. Der Weg war gar nicht so schlecht. Wieder eine neue Runde. Stefan Stubbe. Oh, oh, oh. Na, passiert. Passiert. Bringt ihr die vier mit? Jawohl. Sauber. Sehr gut, Stefan. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt auch den Zuschauern. Ja, passiert. Alles gut. Ein bisschen gefehlt. Der ist nicht rumgekommen. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal im Gesamten an. 149 von dir. Das ist schon mal recht beachtlich. Ist schon mal mehr, wie als ich das erste Mal gespielt habe. Und ja, ich 225. Ich hätte ja wirklich auf eine Challenge jetzt gerade Lust. Nur ich weiß nicht, wie ich das jetzt umsetzen kann. Ich würde mir nämlich jetzt ganz gern die Augen verbinden und gegen dich blind spielen. So. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine Blindprobe. Stefan, bist du bereit für dieses Experiment? Ich bin bereit. Und wenn ich das auch verliere, dann... So, meine Freunde. Es geht los. Und wir warten, bis das Stefan bei uns in die Runde reingekommen ist. Wir spielen PBA Pro Bowling blind. Was natürlich cool wäre, ist, wenn du mir sagen würdest, was stehen geblieben ist. So, ich mache jetzt die Augen zu und dann starten wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Und ich habe Osku. Ich stelle mich jetzt mal so ein bisschen nach rechts und fange einfach mal an. Was ist stehen geblieben? 1, 2, 9. 1, 2, 9. 2, 1, 2. Oh, okay, alles klar. Okay, 1, 2, 9. Das heißt, ich stelle mich etwas mittig hin und werfe einfach mal Kerzen gerade. Wunderbar. Ja! Ich hab's gehört. Ich hab's nicht gesehen, aber dafür gehört, meine Damen und Herren. Ich habe keinen Plan, ich sehe gar nichts. PBA Pro Bowling 21 Blind Edition. Ah, der klang gut. Der klang der gut. War auch gut. So, weiter geht die wilde Fahrt. Osku, ich gehe ein Stück nach rechts. Und dann... Eine 1, 6. 2, 7, 9. 1, 2, 7, 9. Was stelle ich mir da für Bilder hin? 1, 2, 7, 9. Okay, dann gehe ich wieder ein Stück nach rechts. Werf Kerzen gerade. Müsste jetzt eigentlich räumen. Ja. Also... Ich glaube, wenn ich in echt blind spiele, das gibt eine Katastrophe, liebe Zuschauer. Meinst du? Oh, 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 nee. Oh, 7-10 hast du gekriegt. 7-10 habe ich gekriegt. Okay. Na gut, ich sag mal, den 7er hast du sicher. Das war der Zehner. Der Zehner, ja. Ein von zwei. So, jetzt gehe ich rüber. Ich habe jetzt zwei Spares liegen. Ich brauche einfach nur mal ein gutes Ass. Oh. Es steht 1 bis 10. Okay. Mäßes.
Und nochmal. Hä? Was? Was ist passiert? Ich habe nichts gesehen. Du hast zweimal gleich in die Rinde geworfen. Oh Mann. Liebe Zuschauer, wenn euch sowas gefällt, ne, macht gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal Brunswick TV. Ich hoffe, wir können euch damit ein bisschen unterhalten in dieser bowlingfreien Zeit. Man wird halt kreativ und das wollt ihr doch sehen und ja. Was ist denn da los? Du solltest ein bisschen nach links gehen. Du stehst sehr nah an der Rinne. Ich sollte also, nach. Achso, ich bin rechts, okay. Das war schon sehr viel besser. Was war das? Eine 7 oder? Ja, 7. Okay. In was für einem Frame sind wir eigentlich? Oh, doch noch gefallen. Hast du einen Streik gekriegt? Wir sind im, ja, wir sind jetzt im 5. Frame und du bist dran. Okay. Oh. Bleib stehen geblieben. 14. Okay. Ich spiele jetzt mal nach Gefühl einfach. Schade, aber es war sehr knapp. Es war knapp, okay. Also, eine Briefmarke auf dem Ball und dann hätte es den Ping gekriegt, glaube ich. Lass mich raten, ich habe den Vierer geschossen auf die rechte Seite, ne? Nee, du hast den Vierer. Oh. Du hast den Vierer ganz knapp verfehlt. Oh, okay. Was hast du jetzt geworfen? Ich habe mir ein schönes Bild hingestellt, habe aber Gott sei Dank geräumt. Das war 1, 2, 5, 8, glaube ich, und die 10. Das ist auch ein geiles Bild. So, wo stehe ich denn? Ich muss mal ein bisschen nach rechts, glaube ich. So, werf also so an. Wie du... Jetzt spielst du über den dritten Pfeil. Picks up 7 Pins. Lass mich raten, 3, 6, 10? Nein. 1, 2, 4. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Ja. Da darf man auch mal klatschen. Da darf man ruhig mal klatschen hier. Guck mal hier, blind räume ich sowas auf, Leute. Ist das nicht geil? Oh, nee. 10er Pin. 17. Schon wieder. Schon wieder. Ich muss jetzt mal versuchen, irgendwie an dich ranzukommen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es steht. Warte, das zeige ich dir gleich. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so. Ey, wer von uns beiden hat denn eine Augenbinde auf? Du oder ich? Gut, ich habe eine Maske auf, aber. Es steht 51 zu 95. Und du bist dran. Gut, jetzt hast du 1 bis 7 stehen. Okay, gut, das ist ja schon mal zu wissen, dass ich zu weit rechts stehe. Ich pick jetzt bestimmt den 1er. Au. Den hast du stehen lassen. Okay. Immerhin ist die 7 gefallen. Bist du oder ich? Ich bin noch. Achso. Räumen. So, jetzt bist du wieder dran. Okay, liebe Leute, ich muss einfach mal mit Gefühl spielen. Eins, zwei, sieben. Was stelle ich mir da hin? Ich würde ja gerne mal wissen, was für ein Weg ich da wäre, wenn ich das mal sehen könnte. Jetzt hast du schön die 2 rausgespielt. Warte mal, da stand 1, 2, 7. 1, 2, 7, ja. Achso, 1, 2, 4, 7, stimmt. Dann
Ich dachte schon, ich hätte so ein. Oh ne, okay, alles gut. Wieso macht es sowas überhaupt? Okay, ja, aber ich stelle mir auch komische Bilder hin. 4-10 habe ich mir hingestellt. Naja, immerhin. Wie gesagt, wer Lust hat, mal gegen mich zu spielen, ob blind oder nicht, schreibt mich gerne an. Ich würde nach links, das ging gerade so gut. Also da hast du echt auf Leiste 1 aufgesetzt. Was? Viel Platz nach rechts ist nicht mehr. Aber es war gut, es steht 5-7. Komm schon. Tor. Ja. Klingt ja nach Spaß. Ja. Das klang am Ass, ja. Ja, du bist dran. Okay. Da stehe ich schon am Anlauf, okay. Ja, da stehe ich schon am Anlauf. Ich will denn immer eine 7 werfen. Ich will mal verdammt nochmal einen Strike werfen. Wieso kann ich denn das nicht? Ah, da fehlen dir immer noch so 1, 2 Leisten, wo der Ball nicht reinzieht. Also 1, 2, 4 steht. Ja. Wunderbar. Jawohl. Ah, jetzt stehst du irgendwie ganz rechts. Moment, das haben wir gleich. Ah, wir sind im 10. Frame. Ja. So, 2 hast du stehen lassen, aber die brauchst du nicht mehr räumen. Spiel ist rum, ne? Okay. Aber du hast immerhin die 100 erreicht. Das ist ja, ich hab eine 100 geworfen. Du hast schon, ja, du hast 100 geworfen. Wollen genau wir mal, 100. Wollen wir mal. Nein! Wie Tom Doherty. Nur, dass ich sie halt blind geschmissen habe. So, wollen wir doch mal gucken, wie es ausgegangen ist. War echt interessant. 100 zu 150. Was habe ich denn da gemacht? 7 Spare, 6 Spare. Rinne, 7. 8, 0, 7 Spare, 6, 3, 7, 1, 8, 0, 7 Spare. Hey! Ja, wunderbar. Blind eine 100, muss man erstmal schaffen. Nee, Stefan, das hat Spaß gemacht, das war lustig. Das auf jeden Fall. Freunde, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, abonniert kostenlos unseren Kanal Brunswick TV. Stefan, ich danke dir, dass du mitgemacht hast für diesen kleinen Spaß. War echt witzig. Jederzeit wieder. Vor allem auch diese Blindaktion. Ich glaube, das mache ich mal häufiger. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal so ein blindes 1 gegen 1 oder so, wo wir uns mal treffen, wenn es mal wieder erlaubt ist. Nee, das war richtig cool, hat Spaß gemacht und ja, danke dir für deine Zeit, war super schön. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf der Bowlingbahn, wenn es mal wieder losgeht. Und auf jeden Fall. Ja, schaut doch mal bei unseren anderen Videos mal vorbei. Wir haben tolle Center-Reviews, auch ganz tolle Ball-Reviews bei uns auf dem Kanal. Klickt euch gerne mal durch. Ja, und ich würde mal sagen, bis demnächst hier auf Brunswick TV. Ich bin Chris Kempf. Macht's gut und bis bald. Ciao.